In der Hinsicht muss man sagen, sind die Demeter-Richtlinien die Ausnahme in der Richtlinienlandschaft, weil sie wirklich eben die Situation auch für den Imker nochmal anders darstellen. Ja, Demeter-Bienenhaltung, Einführung in Grundlagen und Praxis, das ist das Thema heute. Ich bin jetzt selbst mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mit zwei, drei Frage-Einschüben ich ungefähr eine Stunde noch vortrage. Und was habe ich so vor? Ich will euch durchaus einen kurzen Rückblick auf die Historie gönnen. Was waren damals Hintergründe und Motive für die Öko-Imkerei? Und da kann man sagen, da gab es sowohl politische als auch pragmatische und natürlich ideelle. Die EU-Verordnung spielt da rein. Die Entwicklung der Richtlinien für Öko-Imkerei hat damit unmittelbar etwas zu tun. Und ja, diese Richtlinien sind eben unterschiedlich geworden. Die EU-Verordnungsrichtlinie und die Richtlinien der meisten Ökoverbände geht es in der Hauptsache darum, mit einer rückstandsminimierten Arbeitsweise und Material und Methoden mit den Bienen umzugehen, so dass man die Sache als nachhaltig sehen kann. Was ist vorgesehen? Das weitere Leitbilder für eine wesensgemäße Bienenhaltung, die Richtlinien für die Demeter-Bienenhaltung und praktische Einblicke, ein Ausblick Vermehrung über den Schwarmprozess, Naturwabenbau, Beutensysteme, Umgang mit dem Schwarmprozess, Ausblick und Abschluss. So ungefähr in der Richtung wird das laufen. Ja, kurzer Rückblick. Ja, 1976, 77, das 77 ist das Jahr, wo unser Ältester dann zur Welt kam, wird die Varroa-Milbe nach Mitteldeutschland importiert. Die, die mit der Geschichte vertraut sind, bei Frankfurt gibt es das Bienenkunde-Institut in Oberursel und die machten Versuche mit Apis-Cerana-Völkern, die sie hierher importiert haben und haben dabei eben die Varroa-Milbe mitgebracht, ohne zu wissen, was sie da tun. Aber das ist ja durchaus etwas, was man öfter hat. Ja, da ging natürlich sehr schnell, dass es Verordnungen gab, nachdem man erkannt hatte, was man da angerichtet hatte über Behandlungen, was damals dazu führte, dass viele Imker dann auch wirklich aufhörten mit der Imkerei, weil sie sagten, Gift in die Völker schütten, das kommt für mich gar nicht in Frage, dann imker ich lieber nicht weiter. Aber die Namen sind den meisten von euch wahrscheinlich bekannt. So ging das in der Reihe nach und hat aber auch gleich dann in den 80ern eine Eigenbewegung ausgelöst. Da gab es damals einen Arbeitskreis Chemiefreie Imkerei im Chiemgau. Es gründete sich 1985 die Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung, heute Mellifera e.V. und eine ganze Reihe von weiterer Gruppen. Und die Ameisensäurebehandlung ist damals entwickelt worden. Ich habe selber noch mit Elatissen der Milbenplatten gearbeitet und später mit Krämerplatten. Und wenn man das richtig machte, dann konnte das durchaus auch gut funktionieren. Milchsäure kam auch, erste Sprühbehandlungen und dann um die 90er rum und in den 90er hinein die Oxalsäure. Die Mellifera e.V. hat damals die Sprühbehandlung wirklich stark optimiert. Man hatte die Kenntnisse aus dem Osten und hat sie auch verbreitet. Später kam dann auch die Verdampfung noch als Möglichkeit hinzu. Die ist allerdings in Deutschland als Behandlung gegen die Varroa nicht zugelassen. Ja, politische Motive, das ist durchaus auch ein Thema gewesen. 1989 wurde die erste EU-Verordnung für den ökologischen Landbau verabschiedet. Das war damals zuerst nur für die Bewirtschaftung von Flächen, für Acker- und Gartenbau. Aber es war abzusehen, dass es eine Verordnung für die Tierhaltung geben würde. Aus dem Süden und auch aus dem sonstigen Ausland wurde daraufhin Lobbyarbeit auch betrieben für die Bienenhaltung.
Und dass da die Standortfrage und die Frage der Ergänzungsfütterung braucht man nämlich im Süden nicht. Ja, und im Süden und in anderen Ländern gibt es größere Regionen als in Mitteleuropa, die eben einfach Naturflächen sind oder ja, ökologisch bewirtschaftet war damals noch nicht so viel. Ja, und für die politische Arbeit in Brüssel, und da wurde dann viel geleistet, sollte eine praktische Imkerei nach Ökorichtlinien den Nachweis bringen, dass sowas geht. Und sie sollte für die dortige Richtlinienerarbeitung als Vorbild dienen. Das waren die politischen Motive. Und das hat auch gewirkt darauf hin, dass die erste EU-Verordnung für die Tierhaltung im ökologischen Landbau, die 1999 verabschiedet wurde, dann einen Teil C, Bienenhaltung und Imkereierzeugnisse, enthielt, der immerhin 4 Seiten umfasste. Die Dimension ist schon immer ganz interessant, weil die Bienenhaltung braucht für ihre Herleitung, das ist auch in anderen Richtlinien der Fall, immer viel mehr Raum als viele der anderen Betriebszweige, die man da haben kann. War zum Beispiel auch einer der Punkte, wogegen sich die Demeter-Bauern wehrten, als wir dann die Demeter-Richtlinie verabschiedet hatten. In der Hinsicht, dass sie sagten, ja, unsere Kühe, die haben ja nur 1 oder 2 Seiten in der Richtlinie und ihr kommt da mit 9 Seiten. Das wollen wir erstmal gar nicht in unserer Richtlinie haben. So ungefähr waren da die Motive. Ja, es gab auch pragmatische Motive, könnte man so nennen. Die Bienenerzeugnisse sollten natürlich frei sein von Rückständen aus der Varroa-Behandlung. Die verwendeten Materialien und Mittel sollten ökologischen und nachhaltigen Ansprüchen genügen. Und die Betriebsweisen sollten für alle Imker umsetzbar sein, auch in Imkereien mit Ertrags- und Gewinnabsichten. Dieser letzte Punkt war wirklich der komplizierteste, würde ich mal sagen. Und gerade in der Richtlinie für die Demeter-Bienenhaltung wurde da sehr darum gerungen, weil natürlich der Spagat zwischen Idealismus und Pragmatismus nicht immer nur einfach umzusetzen war. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut geschafft. Ja, ideelle Motive gab es natürlich auch, wobei die Fragehaltung durchaus von vielen Imkern kam. Das musste gar nicht nur die anthroposophische oder Demeter-orientierte Richtung sein. Man hatte Fragen aus der fortschreitenden Technisierung der Imkerei und da stellte sich eben grundsätzlich dann die Frage, ist der Bienenausdruck beweglicher, beliebig austauschbarer Einzelteile oder Ausdruck eines Wesens mit Einheit im Raum und am Ort, mit Einheit in der Zeit und mit Kontinuität in der Ausbildung seiner Glieder und Organe? Das ist eine Frage, die man wirklich eben einfach stellen kann. Und wir kommen da auch im Weiteren nochmal drauf zurück. Ja, die Richtlinien der Ökoverbände bis Ende 1993 haben die verschiedenen Imkergruppen gemeinsam gearbeitet. Da gab es mehrere Treffen. Zuletzt im Frühsommer, Frühjahr 93 in Kassel. Und da sind die wesentlichen Eckpunkte der Richtlinien, so wie sie heute bestehen, immer noch erarbeitet worden. Die Gruppe nannte sich Bundesfachgruppe für ökologische Bienenhaltung. Und wir haben damals durchaus geprüft, ob wir einen eigenen Öko-Imker-Verband gründen sollten. Das scheiterte aber hauptsächlich aus finanziellen Gründen, weil die Imker immer sowieso kein Geld haben und zeitliche Gründe haben auch dagegen gesprochen, weil wir eben mit Blick auf die Sache mit der EU-Verordnung einfach was präsentieren wollten. Und man ja nie genau weiß bei Brüssel, ob etwas nicht plötzlich überraschend schnell geht. Aber es hat ja dann zum Glück noch eine Weile gedauert. Das führte dazu, dass die Imker, die in dieser Bundesfachgruppe ökologische Bienenhaltung zusammengearbeitet haben, dann zu den Verbänden
gestrebt sind, denen sie sich nahe fühlten. Und so wurden im Herbst 93 von Naturland und von Bioland eigene Verbandsrichtlinien zur Bienenhaltung verabschiedet. Später folgten noch Biokreis und GÄR. GÄR ist ja die Vereinigung, die sich so aus der östlichen Region gebildet hat nach der Wiedervereinigung. Und man kann sagen, der Schwerpunkt der Richtlinien liegt auf der Materialauswahl. Ziel ist möglichst hohe Rückstandsfreiheit und dabei stehen die imkerlichen Maßnahmen im Vordergrund, die eben darauf ausgerichtet sein müssen, dass es nicht zu Verunreinigungen oder in der EU-Verordnung heißt es dann zur Beeinträchtigung der ökologischen Qualität der Imkereierzeugnisse kommt. Das hatte dann eben zur Folge, dass bestimmte Mittel und Materialien nicht mehr benutzt werden durften. Styroporbeuten sind zum Beispiel nicht erlaubt, Plastikwaben und diese ganzen Dinge, die damals in der Imkereitechnik gerade hoch am Kommen waren, die man auch heute noch kaufen kann. Ich war gerade vorgestern im Imkereibedarf in Marsberg hier in der Nähe, weil ich Honiggläser kaufen musste und habe mich da mal so umgeguckt, was es da noch so alles gibt. Also Nordwabe, Plastikwabe, ja, kann man immer noch kaufen. Das gibt es immer noch. Und offenbar muss es Leute geben, die das auch kaufen. Habichtskräuter, die blühen immer am Vormittag. Und ich habe lange nicht gewusst, ob die Bienen da überhaupt rangehen. Aber bei diesem gelbblühenden Habichtskraut habe ich sie dann öfter beobachtet. Und da ist mir dann mal dieses schöne Foto gelungen. Und jetzt habe ich als erstes mal eine These. Bienenhaltung oder im mehr technischen Sinne Imkerei ist eine Kulturleistung des Menschen und eine Kulturbeziehung zwischen Mensch und Biene. Also, wenn wir zum Beispiel über wesensgemäße Bienenhaltung sprechen, meint das auf jeden Fall, dass der Mensch etwas tut. Und in diesem Zusammenhang auch, dass er etwas will. Und jetzt geht es direkt weiter zur Geschichte der Richtlinien für die Demeter-Bienenhaltung. In dieser BÖB, Bundesfachgruppe Ökologische Bienenhaltung, sind dann nur die Imker verblieben, die sich stärker an der biodynamischen Wirtschaftsweise orientieren. Die Produkte daraus sind ja unter der Marke Demeter auf dem Markt bekannt. Wir erarbeiteten Richtlinien, welche die Betriebsweisen mehr aus der Blickrichtung Biene umschreiben. Einzelheiten kommen noch, weil ich dann auf verschiedene Richtlinienpunkte nachher eingehe. Nicht auf die ganze Richtlinie, das wäre zu viel des Guten, die darf man gerne sich selber mal zu Gemüte führen, aber auf die Richtlinienbetriebsweisen, da gehe ich nachher mehr ein. Ostern 95 verabschiedete der Demeter-Verband die Richtlinien für die Demeter-Bienenhaltung. Aus der BÖB, Bundesfachgruppe Ökologische Bienenhaltung, wird die Bundesfachgruppe Demeter-Bienenhaltung, die allerdings heute nur noch als Facharbeitsgruppe Bienenhaltung im Demeter e.V. firmiert. 2015 haben wir in Kassel zur 20-jährigen Arbeit mit den Demeter-Richtlinien zur Bienenhaltung ein Fest gefeiert. Das war richtig gut. Da kann man über die Demeter-Homepage auch noch einige der Vorträge finden, die da gehalten worden sind, unter anderem auch von Ralf Büchler, der damals da war und uns einiges ins Stammbuch geschrieben hat. Aktuell kann man damit rechnen, 150 Imkereien mit rund 5000 Völkern sind entweder zertifiziert oder in der Umstellung auf Demeter-Bienenhaltung. Also aus meiner Beratungstätigkeit kann ich gerade sagen, dass ich ein Dutzend Umstellungsberatungen mache im Moment oder gerade auch abgeschlossen habe, die Umstellungspläne sind erstellt. Das wird übrigens, was dazu notwendig ist, im zweiten Seminar in 10 Tagen, 11 Tagen, Montag, 28.06., werde ich abends auf die ganzen Fragen der Formalien eingehen, die notwendig sind, wenn man sich zertifizieren lassen will. Noch eine These. Ein Bienenstock kann im Zusammenwirken seiner Organe und Einzelglieder im Bienenvolk als Organismus höherer Art charakterisiert werden.
Er bildet diesen Organismus am Ort aus. Dieser entwickelt sich in der Zeit, reift heran, altert, teilt sich, breitet sich aus, erneuert sich in sich selbst und stirbt gegebenenfalls auch irgendwann. Ich komme da gleich auch nochmal drauf zurück. Also dieses Bild, das hat meine Frau mal gemalt aus Schilderungen von mir, wie es aussehen könnte, wenn man einen Bienenschwarm mittels einer Wärmebildkamera anschaut. Denn die Wärme dieses Organismus ist ja eine große Besonderheit. Da kann ich einen eigenen Vortrag drüber halten, mache ich jetzt nicht. Aber wenn man sich dem Wesen des Bienen nähern will, dann ist diese Betrachtung über die Wärme und über den Duft sehr hilfreich. Grundlagen der Demeter-Bienenhaltung. Und jetzt kommen natürlich so ein paar Leitbilder, ideellerweise. Der Bienen bildet sich für sein Tun in der Welt einen sehr besonderen Organismus. Von außen gesehen erleben wir diesen Organismus in vielen beweglichen Einzelteilen. Von innen gesehen sind diese Teile Ausdruck des tätigen Organismus. Dieser Organismus wird als Einheit am Ort und in der Zeit erlebt und respektiert. Das ist eine der bislang ungeschriebenen Leitbilder für die Demeter-Bienenhaltung. Aber viel weitergehend, denn wesensgemäße Bienenhaltung umfasst das ja sehr und ist deswegen, muss ich deswegen nicht unbedingt zertifizieren lassen. Ja, dieses schöne Bild, Bienenkönigin mit Hofstaat, dient auch sehr dazu, sich in dieses Wesen Bienenvolk hinein zu meditieren, um dessen besondere Lebensart zu verstehen. Grundlagen der Demeter-Bienenhaltung, Berücksichtigung der elementaren Lebensäußerungen des Bienen in den Betriebsweisen der Imkerei. Dazu gehören Schwarmprozess, Naturwabenbau, durchaus auch der Blick auf die Höhle, Beuten- und Rahmenmaß, Völkerführung und Zuchtauslese, Ergänzungsfütterung und was den Imkern damals auch, ja, also wir haben es eigentlich auch für uns selbst entschieden, den Imkern eben auch auferlegt wird, ist, dass sie die biologisch dynamischen Präparate an den Überwinterungs- und Dauerstandorten anwenden. Dieser wunderschöne Fliederschwarm, der begleitet mich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren, ist vor bestimmt über 20 Jahren in Kassel mal entstanden. Aber hier kann man sich einfach ein so schönes Bild einer Schwarmtraube machen, die auch noch so ist, dass man, wenn man vorsichtig die Hand reinschieben würde, man dann eben wirklich herausfinden kann, im Schwarm ist es warm. Ja, das steckt ja auch im Wort schon drin. Und das ist jetzt mein Einstiegsbild für das, was ich jetzt in die Teile der Demeter-Richtlinie für Bienenhaltung einsteige, die die Betriebsweisen umschreiben. Und in der Hinsicht sind die Demeter-Richtlinien eine Besonderheit, weil in den anderen Richtlinien wenig bis nichts drinsteht, was den Imker dazu veranlasst, mit seinen Bienen anders umzugehen, als man das in einer konventionellen Imkerei tut und gelernt hat. Ich neige nicht dazu, anderes schlecht zu reden, um mich selber besser zu machen. Also so ist es jetzt auch nicht gemeint, wenn ich zum Beispiel sage, man kann als Bioland, zertifizierter Bioland-Imker, hochkonventionell imkern und hat eben eine, sagen wir mal, eine Einschränkung in der Auswahl der Materialien, mit denen man umgeht. Und das wesentliche Element innerhalb der Imkerei ist noch, dass man eben mit Wachs und Waben sorgfältiger umgehen muss, als man das in der konventionellen Imkerei tun kann. Und in der Hinsicht muss man sagen, sind die Demeter-Richtlinien die Ausnahme in der Richtlinienlandschaft, weil sie wirklich eben
die Situation auch für den Imker nochmal anders darstellen. Wie ich vorhin gesagt habe, Blickrichtung Betriebsweisen aus, soweit man das kann, aus Sicht der Bienen. Und da gehe ich jetzt mal auch auf die Besonderheit der Formulierung in diesen Richtlinien ein. In den Betriebsweisen wird man in den verschiedenen Kapiteln, die da drin sind, immer wieder die gleiche Situation finden, dass am Beginn eines Richtlinientextes, hier jetzt zum Beispiel über Völkervermehrung und züchterische Auslese, eine Definition, eine Feststellung getroffen wird. Und diese ist hier, der Schwarm ist die natürliche Art der Vermehrung. Punkt. Das ist einfach eine Feststellung, ja, über die sich auch eigentlich nicht streiten lässt. Aber sie war zu treffen, denn daraus leitet sich die Handlungsweise des Imkers ab. Die Vermehrung darf nur aus dem Schwarmtrieb heraus erfolgen. Schwarmprozess und Schwarmkultur ist ein Kurstag von mir, den ich anbiete, wenn Interesse daran besteht. Es gibt auf meiner Homepage auch zwei Aufsätze zu finden, die sich damit beschäftigen, in denen das einigermaßen hergeleitet wird. Letztendlich steht hier zwar Schwarmtrieb und man könnte jetzt sagen, ja, Schwarmtrieb ist das, was natürlich alle Bienenvölker haben, ob sie schwärmen oder nicht. Es geht hier aber wirklich darum, dass eine Vermehrung nur aus Völkern erfolgen darf, in denen die Schwarmstimmung akut ist. Also die wirklich in Schwarmstimmung so sind, dass sie Jungköniginnen heranziehen und schwärmen würden. Und dann, wenn das vorliegt, dann ist eine Vorwegnahme von Schwärmen durch die Bildung von Kunstschwärmen und Teilung des Restvolkes zur weiteren Vermehrung statthaft. Das ist jetzt schon ein ziemlich umfangreiches Ding, was hier so drin steht, und man kann über die Praxis wirklich einen ganzen Tag arbeiten. Ich würde das jetzt im Moment mal offen lassen, außer es ist direkt eine dringende Frage. Und erst noch mal so die anderen drei, vier Eckpunkte der Richtlinien aufzeigen und dann können wir anschließend darüber diskutieren. Das ist Naturwabenbau. Frischer Naturwabenbau leuchtet von innen heraus und allein darüber könnte man jetzt schon wieder ganz lange reden. Betriebsweisen Wachs und Naturwabenbau. Wieder eine Feststellung. Der Wabenbau ist Teil des Bienenstockes. Als Naturwaben werden die Waben bezeichnet, welche die Bienenvölker ohne Vorgabe von Mittelwänden errichten. Ist die Frage, ob man das heute anders formulieren könnte. Aber als wir die Richtlinien damals geschrieben haben, waren die Verhältnisse so, dass die Imker im Gros nicht wussten, dass Bienen Waben bauen können, ohne dass man ihnen Mittelwände gibt. Ja, eine Leitlinie der Naturwabenbau kann als Stabil- oder Mobilbau ausgeführt werden. Das sollte festgehalten werden. Auch klar war, wenn man die Beweglichkeit der Rähmchen im Mobilbaum erhalten will, dann braucht es eine Baurichtungsvorgabe und dazu haben wir schmale Anfangsstreifen aus Bienenwachs erlaubt. Die meisten Imker oder viele, ich weiß nicht, die meisten, also viele und ich selbst auch arbeite heute mit dreieckig angefrästen Oberträgern in den Rähmchen, so dass die nach unten hin wie ein Schiffskiel spitz auslaufen. Das reicht, da braucht man eigentlich nichts anderes mehr zu machen. Die Bienen bauen 95 bis 99% ihre Waben dann direkt da dran in die Rähmchen rein. Anders als hier. Denn das ist ein Naturbau in einem Hornissenkasten. Da gab es keine Baurichtungsvorgabe und dann sieht man, dann machen die Bienen das aus irgendeinem inneren Gefühl heraus ganz anders. Aber das wäre nicht handhabbar für den Imker.
Das sieht hier schon anders aus. In diesem Rahmen ist auch eine schöne neue gebautete und zu 80% durchgebrütete Naturbauwabe drin. Wachs- und Naturbau, Beuten- und Rahmengröße. Auch das ist ein Thema, was so in anderen Richtlinien nicht thematisiert wird. Waben im Brutraum. Natürlicherweise ist das Brutnest eine geschlossene Einheit. Die Brutsphäre kann man sich an einem schönen Experiment deutlich machen. Man nehme ein Ei, koche das hart, nehme die Schale runter und lege das in so einen Eierschneider rein. Ich hoffe, die meisten von euch wissen, was das ist. Das ist sowas, da legt man das Ei in eine Kuhle. Diese Kuhle hat lauter Schlitze und dann gibt es noch eine Harfe, die da dran ist. Und diese Harfe mit schönen Drähten drin, die zieht man dann durch das Ei durch. Wenn man so ein Ei dann anschließend schön Scheibe für Scheibe nebeneinander auf ein Brettchen legt, dann kann man sehen, wie von links nach rechts erstmal kein Dotter, dann Kleindotter, mehr Dotter, größte Dotterscheibe, weniger, 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 kein Dotter. So ungefähr sieht das aus. Und das ist auch ein Bild, an dem man sich eine ideale Brutsphäre deutlich machen kann. Und dann eben die Ableitung: Über den Bau von Naturwaben müssen Waben und Brut gemäß dem Entwicklungsverlauf des Bienenvolkes wachsen können. Das heißt, im Frühjahr wird Raum gegeben, in dem die Bienenvölker weitere Waben bauen können, um die je nach Entwicklung und innerer Kraft des Volkes auch als Brutwaben zu benutzen. Damit das geht, braucht es bestimmte Voraussetzungen. Brutraum und Rähmchengröße sind daher so zu wählen, dass sich das Brutnest organisch mit den Waben ausdehnen kann, ohne von Rähmchenleisten durchtrennt zu werden. Also diese Formulierung ist die Forderung nach einem einteiligen Brutraum. Und das mag man heute vielleicht aus mancher Sicht gar nicht so elementar sehen, aber zu der Zeit, als wir damals die Richtlinien erarbeitet haben, und das gilt ja in vielen Regionen auch heute noch, wurde sehr viel mit Doppelbruträumen, also geteilten Bruträumen gearbeitet, weil eine normale Zarge mit dem Rähmchenmaß Zander oder eine normale Zarge mit dem Rähmchenmaß Deutsch Normal oder so nicht groß genug sind, um wirklich eine Brutsphäre ungestört aufnehmen zu können. Und so hat man immer mit zwei Räumen gearbeitet, auf denen sich dann wirklich eine schöne große Brutsphäre entwickeln konnte. Eine Brutsphäre kann nämlich, wenn sie so angeordnet ist, wie ich das anhand dieses Eis erklärt habe, in den zentralen Waben durchaus 30 cm Durchmesser haben. Ja, das ist was, was man sich erstmal deutlich machen muss, was das heißt. Und wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen nicht, dass diese Brutsphäre von Rähmchenleisten durchtrennt werden muss, wie das in zweiräumigen Magazinen eben dann der Fall ist, dann ergibt sich daraus eine andere Brutraum- und Rähmchengröße. Und da kann man jetzt viel darüber nachdenken und ich bin da jetzt sehr, sehr vorsichtig. Auf meiner Homepage findet man auch einen Aufsatz der Bienen und seine Höhle, in dem ich zur Feststellung komme, dass die Bienen für die Art der Höhle keinen Standard kennen. Und wenn jemand einen Standard braucht, dann ist es der Imker. Dass man sich über diese Standards allerdings bis aufs Messer bekriegt, also an Rähmchenmaßen sind ja schon Freundschaften zerbrochen, das ist Eigenart der Imker, nicht der Bienen. Was zu dieser Sache dazugehört, war damals auch die Feststellung, Absperrgitter als systematischer Bestandteil der Betriebsweise sind nicht erlaubt. Ausnahmen sind nur in der Umstellungszeit möglich. Das ist jetzt eine neu gebaute Wabe in dem Brutraum
Rahmenmaß, mit dem ich arbeite, also das etwas höher ist als Deutsch Normal 1,5. Nur damit man da mal so ein bisschen eine Dimension vor Augen haben kann. Auf diesem Maß kann sich eine Brutsphäre recht schön entfalten. Ich habe im Brutraum im Sommer zwischen 8, 9 und bis zu 11 Waben, so viele passen rein. Und ich habe manchmal wirklich Brutsphären, die in der Mitte so groß sind, wie man das hier sieht, bei ausgebauten Waben, und haben dann meistens noch eine schöne Honigkappe oben drüber. Und es kann dann gut sein, dass diese Brutsphären über 8, 9 oder 10 Waben gehen. Das ist ein anderes Maß. Das ist etwas kleiner als Zander anderthalb, Zardant oder so. Ja, Wachs- und Naturwabenbau, jetzt Honigraum. Waben im Honigraum. Die Gabe von Mittelwänden ist nur im Honigraum erlaubt. Das steht in unseren Richtlinien drin. Das war für uns damals ein Kompromiss aus, sagen wir mal, Ökologie und Ökonomie. Es ist anzustreben, auch hier auf Mittelwände zu verzichten. Also aus meiner Sicht wäre es nach 25 Jahren möglich, zu sagen, wir könnten auch im Honigraum auf Mittelwände verzichten. Aber das ist nun nicht meine Entscheidung, sondern eine, die die Facharbeitsgruppe einhellig treffen muss. Und jetzt kommt eine Besonderheit, die sich schon auch damals aus dem Richtlinienprozess so ergeben hat. In der Imkerei spricht man ja normalerweise immer davon, dass man einen Wachskreislauf erreichen sollte, damit man weiß, das Wachs, was ich benutze, kommt auch nur von mir. Das funktioniert in den meisten Imkereien nicht so gut, aber es wird immer wieder propagiert. Und hier haben wir damals aber gesagt, einen Wachskreislauf gibt es bei Bienen nicht. Und wir müssen eben anstreben, dass sich die Erneuerung von Wachs und Waben wirklich aus den Entwicklungsprozessen der Bienen ergibt und nicht immer wieder altes Wachs in die Bienen zurückkommt. Und so haben wir die Formulierung, als Wachs für die Herstellung von Anfangsstreifen oder Mittelwänden kommt nur Naturbau- und Entdeckelungswachs aus Demeter-Bienenhaltung in Frage. Wenn man sich das zu Ende denkt, dann muss einem eigentlich deutlich werden, dass wenn man im Honigraum, denn nur hier ist ja die Gabe von Mittelwänden erlaubt, wenn man im Honigraum Mittelwandwaben benutzt und daraus das Wachs gewinnt, weil man die irgendwann einschmilzt, dann darf man das Wachs dieser Mittelwandwaben aus den Honigräumen nicht noch einmal dazu verwenden, Mittelwände herzustellen, die in Demeter-Bienenvölkern zum Einsatz kommen. Als Wachs für die Herstellung von Anfangsstreifen oder Mittelwänden, die dann im Honigraum zum Einsatz kommen, kommt nur Naturbau- und Entdeckelungswachs aus Demeter-Bienenhaltung in Frage. Man könnte die Sache so sich klar machen, dass es eine Wachsschleife durch die Honigräume gibt, aber Schleife heißt eben keine Rückkehr. Waben aus konventioneller Herkunft sind innerhalb des ersten Umstellungsjahres auszuscheiden oder durch Waben oder Wachs aus Demeter-Bienenhaltung zu ersetzen. Das ist ein Punkt, der erst später in die Richtlinie hineinkam und im Umstellungsprozess sehr wichtig ist, dass man damit richtig arbeitet. Ich will jetzt nochmal auf die Sache mit dem Schwarmprozess eingehen, denn da geht es ja noch weiter. Da geht es natürlich weiter, Völkervermehrung und züchterische Auslese. Wie bei jeder Nutztierhaltung ist auch bei der Biene eine züchterische Auslese notwendig. Grundlage zur Gewinnung von Königinnenzellen ist der Schwarmtrieb. Also in dem Moment, wo die Völker in akuter Schwarmstimmung sind und man hat den Vorschwarm angenommen als Naturschwarm oder hat ihn vorweggenommen, indem man ihn simuliert hat, hat man im Restvolk ja meistens mindestens ein Dutzend Königinnenzellen oder Jungköniginnenzellen, Schwarmzellen, sagt man auch, in unterschiedlicher im Alter. Und diese könnte man nutzen, um
Auslese zu betreiben, um Ableger zu bilden oder um Völker umzureiseln, wenn es dazu Anlass gibt. Das kann bei Krankheiten der Fall sein, wie zum Beispiel Kalkbrut. Da weiß man, dass die Korrelation zur Königin sehr hoch ist, weil in der Regel die Symptome verschwinden, wenn man die Königin austauscht. Das muss man sich anschauen. Wann ist das machbar und wann kann man unter Umständen auch andere Maßnahmen ergreifen? Ausnahmen sind nur in besonderen betrieblichen Situationen und in Abstimmung mit der Abteilung Qualität des Demeter e.V. erlaubt oder möglich. Künstliche Königinnenzucht, und das ist eben auch ein Punkt, den wir hier definitiv reinschreiben, den man in anderen Richtlinien so nicht findet. Künstliche Königinnenzucht über Umlarven und Ähnliches ist nicht erlaubt. Die instrumentelle Besamung und die Verwendung gentechnisch manipulierter Bienen sind verboten. Was braucht es, um einen Vorschwarm zu simulieren? Ein für mich doch durchaus wichtiges und hilfreiches Instrument ist ein sogenannter Königinnenclip, ein Behältnis, mit dem man A, die Königin fangen kann und B, indem man sie auch kurzzeitig aufbewahren kann, wenn man sie denn gefunden hat. Und jetzt gehe ich auf die Frage ein, wie findet man denn die Königin? Ja, das ist natürlich immer eine sehr gute und wichtige Frage, weil das gar nicht so ganz einfach ist, vor allem für den Anfänger nicht. Und es kann deswegen durchaus in den ersten Jahren der Imkerpraxis hilfreich sein, die Königin zu zeichnen. Also, was hilfreich ist, damit man eine Arbeit leisten kann, muss ja nicht unbedingt nur schlecht sein. Ja? Man muss immer die Verhältnismäßigkeiten angucken. Ich zeichne schon seit 20 Jahren keine Königin mehr. Ich habe das früher durchaus systematisch gemacht, allerdings auch, um Zuchtlinien und Volksbiografien verfolgen zu können. Aber jetzt gut. Wenn ich die Königin nicht zeichne, wie finde ich sie dann? Da gibt es eine Empfehlung, die ich Anfängern immer gebe, denn wenn man anfängt mit der Imkerei, muss man erst mal sehen lernen. Man braucht ein ganz anderes Sehen, als man das gewohnt ist, wenn man auf den Bildschirm guckt oder ansonsten so in der Natur zugange ist oder mit Dingen, wo man immer fokussiert auf das Objekt der Begierde, sage ich mal. Auf diese Art und Weise wird man mit den Bienen auf die Dauer nicht zurechtkommen, sondern eher damit, dass man nach und nach so einen schweifenden Blick entwickelt und im Kontrollieren der Völker, im Anschauen der Waben nur eigentlich so einen kurzen Blick, ja, man sagt neudeutsch, man scannt die Oberfläche. Und dort, wo etwas unregelmäßig ist, dort hält man inne und guckt, was ist es. Und wenn ich in solchen Inspektionen, gerade in den ersten Jahren der Bienenhaltung, die Königin entdecke und die Stimmung ist ruhig, das ist die Voraussetzung dazu, dann sollte ich mir gönnen, der Königin und dem, wie sie sich bewegt, einige Minuten zuzuschauen. Ja. Wenn man das Gefühl hat, es wird unruhig, dann macht es keinen Sinn mehr, weil dann auch die Königin sich unruhig bewegt. Aber normalerweise wird man in der ruhigen Situation feststellen, dass die Königin sich völlig anders bewegt als alle anderen Bienen auf der Wabe. Und diesen Bewegungsduktus der Königin, eben königlich, sage ich jetzt mal so ein bisschen scherzhaft, den kann man sich einprägen, mit dem kann man sich vertraut machen. Der wird einem dann wirklich so vertraut, dass einem diese Bewegung bei späteren Situationen häufig ins Auge springt. Man sucht die Königin dann gar nicht mehr, sie kommt zu einem. Und das hilft natürlich, wenn man Schwarmvorwegnahme betreiben will, ungemein, wenn man die Königin nicht gezeichnet hat, sie doch zu finden. Auf noch mehr Feinheiten dazu würde ich jetzt nicht eingehen, das sprengt den Rahmen, aber wenn man sie dann gefunden hat, dann ist dieser Clip, ja, der arbeitet so wie so ein Bagger. Ich drücke hinten auf die
Griffe und dann öffnet er sich vorne, kann man so über die Königin auf die Wabe drüber stülpen und dann langsam zugehen lassen, dann hat man die Königin meistens da drin, so wie hier in diesem Bild auch, da oben sitzt sie. Durch die Schlitze kann sie nicht raus, die sind wie Absperrgitter, aber die Bienen können rein und raus. Wenn man sie dann gefunden hat, die Königin, und wenn man Königin sucht, weil man Schwarm vorwegnehmen will, dann ist es sinnvoll, sehr dezent nur mit Rauch zu arbeiten. Was braucht man an Material? Also ich nutze dafür einen Trichter in der Art, wie hier zu sehen, und unten würfelförmige Fäglingskästen. Die Trichteröffnung sollte durchaus so groß sein, dass man mit den Waben, die man hat, dort auch einigermaßen rein kann, ohne gleich an die Wände zu knallen. So sieht das aus. Meine Fäglingskästen unten haben Gitter an drei Seiten und an zwei Seiten eben diese Pavatex, na, wie heißen die Platten? Ja, also diese Platten. Da, wo der Kasten jetzt draufsteht, ist auch ein Gitter. Und dann, was man sieht, und auf der gegenüberliegenden Seite. Und der Trichter sollte einen Auslauf haben, der in die Fäglingskiste hineinragt. Denn wenn man da so 3-4 Minuten zugange ist, bis man die Bienen alle da drin hat, dann fangen die ersten an, natürlich aufzufliegen oder hochzukrabbeln. Und dann fangen sie sich in den Taschen, die diese Trichterauslauf in dem Fäglingskasten bildet, und kommen einem nicht gleich wieder entgegen. Das ist durchaus auch eine wichtige Sache, weil man damit einfach dann auch ein recht gutes Gemisch des Schwarmes erreicht. Wenn man das in offeneren Behältnissen macht, dann verliert man sehr schnell alle Flugbienen. Weil die sind ziemlich rege und verschwinden auch dann sehr schnell sonst. Ja, und dann nimmt man eben aus einem Brutraum, nachdem man die Königin in diesen Käfig gepackt hat, ich stecke mir die dann oft so in die Brusttasche von meinem Hemd, lege sie mir gewissermaßen ans Herz, dann weiß ich auch, wo sie ist und finde sie nachher auch wieder. Und dann nehme ich Brutwaben aus meinen Bruträumen, und ich habe ja gesagt, das sind so zwischen 9 und 11 Waben, die ich in den Bruträumen habe, und stoße mit einem kurzen Ruck die Bienen durch den Trichter in den Fäglingskasten. Na, hier sieht man so eine richtig gut besetzte Wabe. Und jetzt habe ich so einen kurzen Ruck gemacht mit der Wabe, und dann sieht man ja, die Bienen sind zu mindestens 80% durchgerutscht. Also früher habe ich dann noch den Besen genommen, das mache ich inzwischen schon gar nicht mehr, weil ich gehe da eher mit der Pareto-Regel um, 20% Aufwand für 80% Ergebnis. Ich versuche in dieser Art einen vorweggenommenen Schwarm zu bilden mit etwa 3 Pfund Bienen. Das sind dann wirklich 12.000 bis 15.000 Bienen, und das ist das, was einen ganz guten vorweggenommenen Vorschwarm ausmacht. Hier kann man übrigens sehen, auf der Wabe, die da am Bienenkasten jetzt außen liegt, da sind 2 Schwarmzellen drauf zu sehen. Die eine rechts am Seitenträger und die andere ziemlich weit oben mitten auf der Wabe. Ja, ihr könnt das hoffentlich erkennen. Ja, also solche Zellen kann man wirklich gut übersehen. Deswegen, wenn Schwarmstimmung ansteht, muss man schon gute Kontrollen machen. So, wenn ich das Gefühl habe, ich habe genug Bienen, dann packe ich erstmal alle Brutwaben wieder zurück und decke den Kasten so weit ab. Ja, auch der Honigraum ist dann wieder drauf. Das ist übrigens ein anderes System. Das ist nicht mein System gewesen, da in diesen grünen Kästen. Ja, dann gehe ich zu dem Fäglingskasten, hebe den kurz hoch, so 10, 15 Zentimeter, und stoße den dann auf den Boden. Dann fallen alle Bienen, die sich am Trichter oben schon wieder gesammelt haben, wieder runter. Dann nehme ich den Königinnen-Clip,
nimm den Trichter weg, lass die Königin frei zu den Bienen in den Fäglingskasten und mach den Deckel drauf. Wie man sieht, ist der Deckel auch geschlossen, ja. Und wenn ich jetzt diesen Fäglingskasten nach Hause trage oder in den Keller und dann in den Keller bringe, dann stelle ich den auf den Deckel. Unten, wo er jetzt draufsteht, das ist Gitterboden und dann ist dieses Gitter oben. Das kann man jetzt auch gleich dann nochmal sehen. Ich habe keine Kellerbilder, aber einen vorweggenommenen Schwarm muss man im Keller tunlichst gut füttern. Ein Naturschwarm nimmt ungefähr 30% seines Gesamtgewichts an Honig mit. Damit kann er einige Tage ganz gut auskommen. Also wenn man einen Naturschwarm von 5 Pfund hat, dann hat er ein gutes Pfund Honig dabei. Das ist aber etwas, was ein vorweggenommener Schwarm nicht kann. Der kann seine Honigblase nicht in dem kurzen Moment, wo ich ihn durchsuche, um die Königin zu finden, mit Honig genug füllen. Und deswegen muss ein vorweggenommener Schwarm während der Zeit im Keller gut gefüttert werden. Ich lasse meine vorweggenommenen Schwarme mindestens 2, oft sogar 3 Nächte im Keller und füttere sie während dieser Zeit mit bis zu 500 Gramm Blütenhonig, kandierten Blütenhonig. Den nehme ich immer batzenweise aus einem Glas oder aus einem Eimer, den ich dafür habe, und streiche den oben auf das Gitter. Da sich die Schwarmtraube oben an das Gitter aufhängt, nehmen die Bienen durch das Gitter den Honig gut ab. Ja, hier versorge ich dann noch die Kiste. So, und so sieht das aus, wenn ich den Schwarm wieder aus dem Keller hole. Dann brauche ich dann die Kiste nur hochzuheben. Der Deckel bleibt dann unten stehen. Und ich lasse meine Schwärme in der Regel durchs Flugloch einlaufen. Das bereite ich so vor, dass ich ein Brett oder so, was gerade zur Verfügung ist, vors Flugloch spanne oder lege und dann eben wieder mit diesem besagten kurzen Ruck, also die Arbeit mit der Massenträgheit ist eine, die man als Imker mit der Zeit ganz gut lernt. Ja, kurzer Ruck, dann fällt die Traube, die da ja oben noch drin hängt, ja, die fällt dann raus auf das Brett. Und dann fangen die Bienen immer sehr schnell an, auf die Kiste zuzulaufen und durchs Flugloch in die Kiste einzuziehen. Ich habe jetzt noch ein paar Wabenbilder, wie sich dieser Schwarm dann in einigen, ja, 2 Monate oder so entwickelt hat, was daraus geworden ist. Aber man kann jetzt hier erstmal sehen, auch wenn das das Bild von später ist, wie ich die Kiste ausgestattet habe, in die der Schwarm eingezogen ist. Die hat 2 Schiede bekommen, oben und unten. Das ist jeweils sind Schiede, die den Raum portionieren und zwischen die Schiede 6 Leerrahmen. Und ich habe den Schwarm an dem Standort dann nicht mehr weiter gefüttert, außer diese Kellerfütterung. Und man sieht jetzt, was da draus geworden ist auf einigen Wabenbildern, die jetzt folgen. Ich habe den komplett durchfotografiert, aber ich habe jetzt nicht alle Wabenbilder hier drin. Das ist also die erste Wabe auf uns zu als Betrachter. Die Außenseite, die Innenseite, die nächste Wabe, Außenseite, Innenseite. Es kann sein, dass sie jetzt doch alle kommen. Man sieht, die Bienen haben echt eine schöne, dicke Honigkappe sich da schon angeeignet. Auf dieser Wabe auch Pollen zu sehen. Da, wo es dunkel ist, war auch schon schönes Brutnest. Hier sieht man auf der Innenseite dann auch verdeckelte Brut. Nächste Wabe, da sieht man Brutsphäre, ne? Also das, was ich vorhin angesprochen habe. Das fängt hier durchaus an. Ob in diesen Waben Stifte oder Maden drin sind, weiß ich jetzt nicht. Aber hier auf der Innenseite ist verdeckelte Brut. Auf der gegenüberliegenden Wabenseite ist auch verdeckelte Brut. Und das ist hier ja relativ schön kreisförmig. Man kann daraus eben nach außen hin wieder die Brutsphäre ableiten. Ja.
Dabei habe ich auch die Königin gesehen. Es kommen jetzt keine Wabenbilder mehr. Und Königin mit Hofstaat. An der Königin und dem Hofstaat kann man sehr schön die Organbildung im Bienenstock beschreiben. Also betriebsweisen Schwarmprozess. Eine Vorwegnahme von Schwärmen durch die Bildung von Kunstschwärmen. Das war das, was ich jetzt gezeigt habe. Und Teilung des Restvolkes zur weiteren Vermehrung ist statthaft. Also das heißt, das Restvolk ist immer das Volk, aus dem der Vorschwarm mittels Naturschwarm oder vorweggenommenem Schwarm ausgezogen ist. Ja? Dann ist da das Restvolk, das verfügt über alle Waben, über die gesamte Brut, bis zum letzten Tag legt die Königin Eier. Und über, je nachdem, ein bis manchmal 2 Dutzend heranwachsende Jungköniginnen in verschiedenen Entwicklungsstadien. Weil selbst da es so sein kann, dass die Königin noch einen Tag, 2 Tage, bevor der Vorschwarm auszieht, eventuell die letzte Schwarmzelle bestiftet hat. Ne? Also das heißt, wir haben, wenn der Vorschwarm selber auszieht, tut er das ja nie, bevor die erste Schwarmzelle nicht verdeckelt ist. Leitmotiv 3, 5, 8, so wird die Königin gemacht. Also 3 Tage Ei, 5 Tage Entwicklung in der offenen Zelle. Am 9. Tag ist die Zelle verdeckelt. Und dann hat die Königin noch 8 Tage, bis sie die schlüpft, die Jungkönigin. Und wenn man den Vorschwarm jetzt vorweggenommen hat, hat man meistens einen ganz guten Eindruck dazu, wie alt sind die ältesten Zellen, die da im Volk zu sehen waren bei der Vorschwarmvorwegnahme. Und meistens hat man nach der Vorschwarmvorwegnahme noch einige Tage Zeit, bis zu einer Woche bestimmt, um zu entscheiden, was mache ich mit dem Restvolk. Und das unterliegt wirklich der Situation meiner eigenen Imkerei. Habe ich Ausfälle gehabt, will ich vergrößern, habe ich noch leere Kästen, dann wäre die Teilung des Restvolks zur weiteren Vermehrung eine Maßnahme. Oder meine Kästen sind alle voll, ich kann mich im Moment nicht um mehr Bienen kümmern, meine Frau, mein Mann steigt mir sowieso aufs Dach, weil ich mehr bei den Bienen bin als bei ihm oder ihr. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich habe vielleicht auch jetzt gerade keine Jungimker, die sich über Ableger oder Nachschwärme freuen würden. Dann muss ich anstatt des Volkes die Entscheidung treffen, Stop Swarming Now. Und das ist eine Kulturmaßnahme. Ganz pragmatisch wäre dann hinzugehen, das Volk nach einigen Tagen, nachdem der Vorschwarm raus ist oder vorweggenommen wurde, durchzuschauen. Und es ist besser, man wartet damit ein paar Tage, weil die ausgebauten Schwarmzellen leichter zu finden sind als die, die noch nicht verdeckelt sind. Die kann man leicht übersehen. Und dann müsste man die Entscheidung treffen. Ich sage zu dem Volk, ich will nicht, dass du weiter schwärmst, weil ich gar nicht weiß, was ich mit dir machen soll. Ich entferne alle Schwarmzellen bis auf 1 oder 2. Günter Friedmann aus seiner Praxis sagt, man muss immer 2 stehen lassen, weil man nicht reingucken kann und deswegen nicht weiß, ob eine vielleicht nicht brauchbar ist. Will man aber aufteilen in Ableger, gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, das zu tun. Das ist aus früheren Bildern von Günter Friedmann ein Ablegerkasten, wo er immer mit 2 Waben Ableger aus abgeschwärmten Völkern gebildet hat. Ein sogenannter Viererboden, so nennt sich das in der Imkerei. Und die brachte er immer auf besondere Belegstellensituationen. Also er hatte da in der Lüne, auf der Schwäbischen Alb so Gebirgstäler, die einfach immer sehr für sich waren und sehr auch gute Trachtsituationen, sodass sich diese Jungvölker gut entwickeln konnten. Und dort hat er die immer hingebracht, bis die Königin ihren Hochzeitsflug gemacht haben. Später kann man die vergrößern. 2 setzt man um, 2 lässt man drin. Und irgendwann setzt man sie richtig in sein Standmaß rein.
Und das ist das, was ich heute jetzt auch gemacht habe. Ich hatte nämlich am Samstag einen Vorschwarm. Den habe ich dann sogar meinem ältesten Sohn geschenkt, der gerade mit der Imkerei anfängt. Und das Restvolk habe ich heute aufgeteilt auf drei. Zwei habe ich umgesetzt am selben Stand, weil ich im Moment keinen anderen Platz habe. Und einen Kasten habe ich dort stehen gelassen, dem werden halt alle Flugbienen zufliegen. Dadurch wird der sehr verstärkt. Das ist jetzt das, was ich als Ablegerbildung heute aus dem abgeschwärmten Volk gemacht habe. So, das sind meine Abschlussbilder. Das ist so diese seltene Situation, wie man mal den von allen Seiten offenen Kopf, wie Steiner den Bienenstock auch nennt, in einem Vortrag mal so richtig sehen kann. Vielen Dank, dass ihr das mit mir so lange ausgehalten habt und dem, was ich so ohne Punkt und Komma gerade erzählt habe.